Herzlich willkommen bei Inspire Tomorrow. Wir sind heute in Mannheim im wunderschönen Speicher 7. Und heute geht es um das Thema Ehrenamt. Und wie bringt man eigentlich Ehrenamtsuchende mit solchen zusammen, die ein Ehrenamt anbieten? Und genau über das Thema unterhalte ich mich heute mit Ludwig Petersen und Paul Bäumler. Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank, dass wir sein dürfen. Freut uns sehr. Ja, so gerne. Ganz wunderbar, euch hier zu haben. Ja, wir freuen uns sehr. Ehrenamt ist so ein Thema, was mich auch schon immer begleitet. Ja, wir sagen ja immer in Deutschland, wir sind die Ehrenamtsnation. Und ihr beide habt euch das auf die große Fahne geschrieben, Ehrenamtstätigkeit in Deutschland und möglicherweise in die Welt hinaus darüber hinaus ähm, zu unterstützen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Genau. Ja, das war eigentlich ein ganz witziger Zufall. Und zwar haben wir nach dem Abitur gesehen, dass gerade unsere Freunde viel ins Ausland gegangen sind, um sich zu engagieren. Und dabei gibt es ein Problem. Und zwar zahlen viele Leute Tausende von Euro für Volunteering im Ausland. Und zwar geht das Geld aber nicht an die Organisationen, sondern das Geld geht eigentlich an die Agenturen. Diese Agenturen, die das vermitteln ins Ausland. Und da haben wir ein Problem gesehen, weil es gibt quasi keine direkte Verbindung zwischen den Organisationen und den Freiwilligen. Und diese direkte Verbindung gibt es auch nicht, gibt's nicht nur im Ausland, sondern auch nicht im Inland. Und da haben wir gesehen, das kann doch nicht sein, dass es keine Verbindung gibt zwischen diesen zwei Parteien, weil es gerade auch in Deutschland ist, ist so wichtig. Ich meine, engagieren sich schon 44 Prozent der Freiwilligen, und es geben aber immer noch über 30 Prozent an, dass sie sich gerne engagieren wollen würden, aber keine Möglichkeit sehen, weil es eben diese direkte Verbindung nicht gibt. Ja, und genau da eben, es gibt relativ viele Hürden, die die Leute abschrecken. Und wir haben eben gesagt, dass es für eine Sache wie das Ehrenamt die ja so wichtig für unsere Gesellschaft ist, dass es da eigentlich wirklich heutzutage keinerlei Hürden geben sollte, die irgendwie die Leute abschreckt. Und wir wollen da einfach die sein, die sozusagen alle Hürden den Leuten nehmen. Ja. Fehlt uns denn heutzutage das normale schwarze Brett? Ja, früher war das ja eine Möglichkeit, wo man ja. was gelesen hat, ja in der Kirche oder welche anderen Aushänge, wo man gesehen hat, da gibt es eine andere Möglichkeit. Das stimmt. Also das schwarze Brett findet heutzutage, würde ich sagen, vor allem bei unserer Generation einfach woanders statt, also natürlich gibt es das schwarze Brett in den Kirchen oder in Institutionen immer noch. Das wird auch wahrscheinlich von Leuten auch noch genutzt, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht in unserem Alter. Ähm, aber in der Regel würde ich sagen, dass das schwarze Brett einfach dass das Medium sich geändert hat. Also es gibt dieses schwarze Brett, aber das sollte woanders sein. Und in Deutschland ist es so, dass das schwarze Brett aktuell sind ähm, Datenbanken, Online-Datenbanken, wo man Projekte sozusagen finden kann. Ähm, aber sie sind noch nicht da, wo wir es hinbringen wollen, in wirklich einen ganz modernen in, in Apps. Und das ist auch ein Problem mit diesen Datenbanken, weil durch das, dass Organisationen quasi die Projekte einmal auf diese Datenbank stellen, aber keine konkreten Projekte, sondern sie brauchen Hilfe, können Freiwillige sich nicht direkt engagieren, sondern sie sehen nur, da braucht jemand Hilfe. Es könnte aber auch sein, dass dieses Projekt vor Jahren mal auf, die, auf diese Datenbank gestellt wurde und schon gar nicht mehr aktuell ist. Und das sehen wir auch immer häufig, dass gerade wenn man sich dann dort engagieren will, ruft man an und die wissen gar nicht mehr, dass sie noch dieses Projekt auf der Datenbank haben. Weil es halt meist einfach veraltet ist. Mhm. Das heißt, ihr versteht das Smartphone letzten Endes als das neue schwarze Brett? Genau. Ja. Das würde ja. ich so sagen. Ja, und mit, mit der App, ja, die ihr hier genau. entwickelt habt, sagt ihr, das ist eben der Platz, wo man schauen kann zum Thema Ehrenamt. Ich suche, ich biete. Hm? Genau. Von beiden Seiten. Definitiv. Der Punkt ist nämlich, es ist das Smartphone, wo das schwarze Brett ist, aber es gibt noch keinen Platz für Volunteering. Also alles rund ums Ehrenamt, da gibt es keinen Platz im Internet, wo man wüsste, da schaut man hin. Also wenn man sich eine. Wohnung buchen will, wenn man unterwegs ist, dann geht man zu Airbnb, weil man weiß, dort findet man eine Wohnung. Wenn man sich ein Taxi rufen will, dann kann man verschiedene andere bei Taxi oder Uber verwenden. Aber es gibt keinen Platz für Volunteering. Mhm. Und ihr sagt eben, also aus eurer Erfahrung, jetzt äh, Menschen in eurem Alter zahlen viel Geld, um irgendwo auf der Welt aktiv werden zu können an Agenturen, so dass sie den ja. Platz vermittelt bekommen und würden aber eigentlich viel lieber sagen, Mensch, ich wohne in München, ich würde das ganz gerne in Genau, München also das ist dieses eine, dieses Internationale, was wir gesehen haben, was uns den Anschluss gegeben hat, das zu gründen. Dass, da kamen wir auch drauf sozusagen damit. Ähm, das Ding ist, dass wir vor allem aber für dieses Ehrenamt in Deutschland auch sehen, dass es da einfach von der Kommunikation, dass es da noch auch hapert. Also es ist so, dass die, die, zu, die Verbindung zwischen den Freiwilligen und den Organisationen, die könnte viel einfacher für beide Seiten gestaltet werden. Ist aber so, dass sie aktuell und das ist auch das, was wir aus unseren eigenen Erfahrungen mit dem Ehrenamt immer in Deutschland auch gemerkt haben, dass man halt wahnsinnig viel rumtelefonieren muss, man muss E-Mails schreiben, man muss darauf warten und dieser Prozess, dann bis man tatsächlich tätig wird im Ehrenamt, ist noch erstaunlich lang. Und da haben wir uns auch hinterfragt, so, warum muss ich denn eigentlich Zeit investieren, ähm, sowas zu finden und zu suchen. Es sollte auch eigentlich instant oder super schnell gehen, das zu finden. Und dann kann ich mich auch direkt die Zeit investieren in das Engagement und nicht in, in die Suche. Und das ist auch genau der Punkt quasi, man sollte keine Zeit investieren in die Suche, weil es ist vollkommen sinnfrei, in eine Suche Zeit zu investieren, weil diese Zeit viel sinnvoller genutzt werden könnte, eben direkt schon im Ehrenamt. Das heißt, man sollte sich direkt engagieren können und die ganze Zeit die man für die Suche verwendet, sollte jetzt eigentlich für das Ehrenamt werden. Klar, das schreckt ja auch sehr ab. Ne? Wissen wir wissen ja selber, wenn wir zu Hause ja. einen Autoschlüssel suchen, ja, ja. <laughs> dann, das dann läuft man irgendwann einigermaßen genervt durchs Haus und sucht diesen Schlüssel. Und wenn man ja. ihn hat, ist man ganz froh, dass es Ja, und das ist auch, auch so eine Hürde, kann, ne? die wir gesagt mhm. haben. Also mhm. einfach diese Suche, diese aufwendige Hürde. Ähm, auch, dass man Ausreden noch hat, weil es, ist eine Aufwend es gibt eine aufwendige Suche. Kann man noch sagen, ah ja, ich habe mal angefangen und habe dann nicht fertig geschafft, das Projekt zu finden oder sowas zu finden für mein Ehrenamt. Da wollen wir auch sozusagen auch diese Ausreden nehmen, weil, wie der Ludwig eben schon erwähnt hat, es sind in Deutschland so 33 Prozent, gibt so Umfragen, der Leute sagen, sie würden sich gerne engagieren, tun sie aber dann doch nicht. Und den Leuten wollen wir auch irgendwie ein bisschen die Ausreden nehmen. Ja, wunderbar. Das heißt, wenn es da Lippenbekenntnisse gegeben haben sollte, ja, dann sagt ihr, jetzt ist Schluss damit, hier ist die App. <laughs> genau, da genau. ist Suche, finde ich. Die App dient ja nicht nur Suche und Finde, sondern ich durfte ja schon reinschauen, sondern die App bietet ja auch die Möglichkeit der Kommunikation untereinander. Ja, also die tatsächliche Organisation des Events, der Absprachen. Erzähl doch darüber ein bisschen, Paul. Genau. Also der Punkt ist, wir versuchen natürlich, das Suchen und Finden leichter zu machen und die Unions und die Freiwilligen zusammenzubringen. Aber es soll eigentlich noch viel mehr sein. Es soll dieser direkte Kommunikationsdraht sein. Weil das Problem ist zum Beispiel derzeit, wenn man angenommen hat, ein Event, was man organisiert, zum Beispiel, nehmen wir es mal relativ plump, einen Spendenlauf, und ich habe etwa 15 Freiwillige, die ich informieren muss, dass sich jetzt etwas ändert, weil zum Beispiel der Spenden eine Stunde später beginnt oder wir uns eine Stunde früher treffen, muss ich also jetzt derzeit jeden Einzelnen kontaktieren per E-Mail oder telefonisch und das ist gar nicht so einfach, weil ich wenn jemand natürlich nicht rangeht, muss ich ihm wieder nachtelefonieren und das ist ein ewig langer Prozess auch für die Organisation, der ziemlich problematisch ist, also kurzfristig Änderungen oder neue Informationen reinzubringen. Und bei uns ist es quasi so, dass alle in einem Gruppenchat automatisch hinzugefügt werden, die in diesem Projekt teilnehmen. Und damit muss ich nur einmal die Leute informieren alle werden erreicht. Und alle bekommen auch auf ihr Handy eine Push-Notification. Das heißt, es gibt auch nicht mehr den Fall, dass man halt mal eine E-Mail verpasst, weil E-Mails nicht so häufig gelesen werden, sondern es ist wie heute natürlich WhatsApp oder Facebook Messenger. Man kriegt, bekommt die Nachricht und man liest sie auch tatsächlich, weil man sie halt das Smartphone immer dabei hat. Ja, und das ist auch so, dass wir den ganzen Prozess eigentlich in die über reinbringen wollen, unsere App. Also es ist nicht nur Suche, Finde und Kommunikation, sondern. Wir wollen den Freiwilligen und den, die Organisationen über den ganzen Prozess, also die ganzen Jahre, die er dann bei der Organisation sich engagiert, die ganze Zeit sozusagen den helfen, noch besser zusammenzukommen und da die Kommunikation, sowohl auch das ganze Miteinander sozusagen zu verbessern. Klasse, ich nehme an, es gibt dann auch so Administratorenrechte, ja, so genau. stelle ich mir das ja. vor. Denn bei den E-Mails ist ja so, einer schreibt was ja, und ja. dann irgendeiner hat nur die Hälfte der E-Mail gelesen, schreibt was und irgendwann hat man ja die große Misskommunikation. Und wenn entsprechend viele Leute auf dem Verteiler sind, dann muss man sich durch die ganzen E-Mails durcharbeiten, um zu verstehen, wann denn jetzt, wo denn jetzt, wie denn jetzt. Ne? Ja, so. ja, natürlich. Mhm. Sag mal, Paul, wie haben denn eure. Ja, wir haben denn so eure Freunde darauf reagiert. Ja, ich meine, es gibt ja fantastische Beispiele von Jungunternehmern, ihr seid mhm. ja auch Jungunternehmer. und man sagt der Generation, eurer Generation immer so gerne nach, die wissen nicht, was sie wollen, ne? so ja. bis die sich mal entschieden haben und so weiter. Und mal abgesehen davon, dass im Zweifel eine unfaire mhm. Unterstellung ist, habt ihr aber gesagt, wir machen das jetzt zum Thema Let's Act Ehrenamt. Wie waren die Reaktionen? Also bei mir war das ganz unterschiedlich. Also die Freunde, würde ich sagen, also wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Aus dem Studium, die, die Freunde, die fanden das alle eigentlich wahnsinnig toll, weil die auch sehr unternehmerisch irgendwie so geprägt, geprägt wurden. Und dann gab es andere, die eher gefragt haben, warum ich denn nicht mal alles so fertig mache und mir einen ordentlichen Job suche. Also ganz, ganz normal halt, <laughs> würde ich sagen. Aber im, im Groben und Ganzen, würde ich sagen, wurde ich eigentlich immer nur bestätigt und finde auch, dass sozusagen das was Typisches ist, eigentlich von unserer Generation, dass wir unsere da fällt mir jetzt nur ein englischer Spruch ein: Get your hands dirty. Also wir wollen einfach irgendwie was tun, wir wollen was machen und wir wollen auch selber sehen wir uns in der Verantwortung. Also da muss ich sagen, finde ich bin ich sehr stolz sozusagen auf unsere Generation und finde, dass wir uns da sehr in Verantwortung nehmen und sehe das auch. Dadurch habe ich auch den tollen Zuspruch von sozusagen meinen Freunden und so bekommen im Freundesbekanntenkreis. weil wir finde ich einfach so eine verantwortungsvolle Generation sein können, weil wir sehen die Probleme und wir müssen sie anpacken. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Also quasi unsere Generation, die sieht die Probleme, die will was anpacken und das ist auch das, was wir ermöglichen wollen quasi, dass wir den Leuten diesen noch diesen letzten Impuls geben, diese, diesen Einstieg erleichtern, damit sie auch dann tatsächlich Teil werden können, die etwas, bisschen die Welt verändern. Das müssen ja nicht immer Riesensachen sein, aber mit kleinen Taten kann man ja auch globale Ziele verfolgen und wenn es viele kleine Taten sind, dann erzählt sich das natürlich auch. Und ich glaube, da sieht man immer unsere Generation ein bisschen falsch. Also unsere Generation hat die, diesen Mindset, dass man was verändern will, dass man was bewegen möchte, aber es fehlt halt vielleicht manchmal noch dieser letzte Impuls, der letzte Anschub. Und ich glaube, da können wir tatsächlich was bewirken, indem wir es halt einfach die Hürden so runtersetzen, dass der letzte Anschub so leicht wird. Also das ist ja ein wunderschönes Plädoyer für eure Generation. Das ja? also ist natürlich auch mit einem kleinen Augenzwinkern, was, ja immer so, was immer so in den Raum gestellt wird. Und ihr habt euch ja auch kein einfaches Thema rausgesucht. Ja? Also, gerade Menschen zu motivieren, aktiv zu werden, sich ehrenamtlich zu betätigen, ist ja was ganz anderes, als man sagt, man verkauft ein bestimmtes Produkt, ja? wo, wo man weiß, da schreit der Markt Hurra. Ja? So. Dann habt ihr also beschlossen, irgendwann, jetzt machen wir es. Genau. Das war eigentlich so ein bisschen Übersprungshandlung. Also, kann man gar nicht sagen, dass das so lange geplant war. Ähm, ja, also das, das haben wir gesagt, müssen wir einfach durchziehen, müssen wir machen. Da ist ein Riesenproblem da, was wir, was wir anpacken können und wo wir wirklich auch Leute empowern können, wirklich da Gutes zu tun und als Facilitator eigentlich zu wirken für, für den guten Zweck. Und dann haben wir gesagt. Wenn, wenn wir es nicht machen, wer macht es sonst? Also auf geht's. Ja. <laughs> ja. Mich interessiert immer so sehr, ob es dann einen konkreten Plan gegeben hat. Es gibt ja Leute, die schreiben, erstmal einen Businessplan und dann wird der abgearbeitet. Mhm. Und die anderen sagen, jetzt fangen wir irgendwie erstmal an. Ja. Ja, Businessplan machen wir später. Wie war das bei euch? Also bei uns war es eigentlich so, tatsächlich, die Idee hat sich so ein bisschen, die, ist, die ist ein bisschen gewachsen. Also wir haben immer darüber geredet und gesagt, wir müssen was dagegen tun, was können wir tun. Und dann gab es ja diesen Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt was tun, wir machen das jetzt. Und dann haben wir quasi angefangen, diese Plattform zu entwickeln? Wie, müssen, wie können wir die so gestalten, dass sie für beide Seiten nur Vorteile bringt? Wir haben mit Organisationen geredet, wir haben mit Freiwilligen geredet und anhand dessen haben wir quasi nach und nach dieses Konzept erstellt, dann unsere Designs für die App und die, und die angefangen, die App zu entwickeln. Es gab aber nicht diesen Punkt, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir schreiben jetzt einen Businessplan, sondern also wir wollten quasi erst sehen, wie stellen wir uns vor, wie so etwas aussehen könnte? Wie könnte man tatsächlich diese Organisationen und Freiwilligen so effektiv zusammenbringen, dass es einen wirklichen Mehrwert bietet. Und das ist auch nicht das erste, was man anfängt eigentlich, würde ich sagen, als Unternehmer, ja. dass man den Businessplan erstmal schreibt, weil das bringt überhaupt keinen Mehrwert für, für erstmal sich selber und auch für das Produkt. Das heißt, wir haben eigentlich ganz normal angefangen damit, einfach das alles kennenzulernen, uns tiefer in die Materie noch einzuarbeiten und dann genau mit den ganzen unterschiedlichen Stakeholdern daran zu arbeiten, was, was genau gebraucht wird und wo wir welche Stellschrauben Ziehen müssen, damit das alles am besten funktioniert und am meisten auch Impact haben kann. Prima. Wart denn ihr beide vorher ehrenamtlich aktiv? Natürlich, ja, klar. Also, wir haben natürlich in der Schule viel gemacht und dann auch in der Uni. Wir haben auch selber Projekte tatsächlich gestartet. Aber der Punkt ist, was ganz interessant ist, auch unsere Freunde waren ehrenamtlich engagiert. Ich meine, wie gesagt, 44 Prozent, die Zahl in Deutschland, die kommt denen irgendwo her. Aber man redet nicht darüber. Also, es fehlt irgendwie der Austausch tatsächlich. In, also, es ist nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Fehlt der Austausch, dass man sich engagiert, was machst du eigentlich, kann ich da auch mal mitmachen. Das fehlt total. In der App, ja. ähm, obwohl es so ein positives Thema ist, ähm, sprechen die Leute irgendwie gar nicht so drüber. Also ich habe wirklich erlebt, dass ich ähm, bei, parallel mit meinem besten Freund in der Schule noch mich engagiert habe bei, bei der gleichen Organisation in unterschiedlichen Abteilungen ähm, und wir wussten davon nicht, ähm, Ui, was das... ja auch irgendwie nicht sein kann ja. ähm, und auch nicht sein sollte. Und, und da haben wir auch, das war auch so wieder so ein Anstoß, wo wir gesagt haben, ja, da sollte man eigentlich irgendwas bauen, was auch die Freiwilligen wirklich miteinander vernetzt und da was, was baut, was denen sozusagen da auch noch mehr Spaß macht und mehr Spaß bereitet, wenn man weiß, da sind auch noch Freunde dabei. Das heißt, Ehrenamt findet heimlich statt? Ja, man könnte es fast so sagen. Also Ehrenamt ja. findet tatsächlich schon eher heimlich statt. Also der Punkt ist, die Leute prahlen nicht damit. Das ist ja auch gut so, weil es geht ja darum, seine Zeit für was Sinnvolles zu spenden und damit angeben zu wollen. Aber ich finde, es fehlt einfach der Austausch. Man kann sich ja gegenseitig motivieren. Also ich, wenn ich mich in einer Organisation engagiere, möchte ich vielleicht auch mal in eine andere Organisation reinschauen. Ich habe vielleicht mehr Interessen, mehr auch Qualitäten, mehr Fähigkeiten, die ich woanders einsetzen kann. Und da fehlt es ein bisschen einfach zwischen den Freiwilligen als Austauschmöglichkeit. Also es gibt wieder so viele Plattformen, wo man sich austauschen kann, aber da fehlt auch wieder die Plattform, wo kann ich mich mit anderen Freiwilligen austauschen. Wo ist dieser Ort, dieser, dieser Raum für, für einen motivierten Austausch, für eine Vernetzung von Freiwilligen? Was ich bei euch vor allem ganz interessant finde, ist ja dann mal, wenn man jetzt andere Social Media Plattformen als Beispiel nimmt, hier, wo mhm. sich ja rein virtuell ausgetauscht wird, ist bei euch ja tatsächlich diese App nur eine erste Begegnungsmöglichkeit. Ja, man sucht und findet oder man findet und sucht, je nachdem. Und dann trifft man ja aber auch tatsächlich aufeinander ja. persönlich Ja, und geht tatsächlich auch mal wieder in das, in, das, in, das, in das tatsächliche Miteinander, in das tatsächliche Miteinander tun, in die tatsächliche Begegnung. Ist es was, wonach Menschen wieder verstärkt suchen? Was klappt ihr? Also, ich glaube tatsächlich, dass das die Art, die neuen Plattformen sind. Also, dieses Vernetzen online und dann sich offline zu treffen, offline was zu machen. Und dann wirklich dieses Doing, dieses Get your hands dirty. Und das finde ich eigentlich, ist wirklich diese nächste Stage, die nach Facebook kommt, wo man sich nicht nur online vernetzt und dann Facebook-Freunde hat, die gar nicht die richtigen Freunde sind, sondern man versucht, sich online zu vernetzen, weil es einfach viel effektiver ist als offline, als analog. Und dann. Offline halt wirklich äh, was zu tun. Aber es ist ja auch so, die, die Menschen sehen sich ja nach menschlichen Beziehungen. Ähm, und so langsam haben sie alle kapiert, dass man online zwar ähm, so einen halben Spaß haben kann, aber so richtigen Spaß im echten Leben sozusagen fehlt den Leuten auch. Also ich glaube, da können wir auch, das ist auch eine wichtige Aufgabe für uns, dass, äh, dass wir das einfach schaffen, dass die Leute wegkommen vom Handy, alleine im, im Bett rumliegen und einfach dann auch zusammenkommen und gemeinsam aktiv was gestalten und ihre Zukunft in die Hand nehmen. Finde ich ganz toll und vor allen Dingen halt eben auch wieder das Gestalten auch wieder für andere. Ja, ja es gibt ja Plattformen, wo man irgendwie zusammenkommt, um, um irgendwelche Spaßgeschichten irgendwie zu haben oder wie auch immer, aber bei euch ist es ja nicht, sondern es geht ja wirklich darum, gemeinsam anzufassen, wie ihr, ja. wie ihr immer sagt. Ja? Ich glaube, dass ihr da im ganz sehr, sehr guten Trend der Zeit liegt. Denn wenn man es beobachtet, es ist ja tatsächlich auch rückläufig. Ja, also jeder sagt ja letzten Endes fotografiertes Essen. Habe ich jetzt mittlerweile genug gesehen? Ja, man darf sein Essen auch essen, ohne es fotografiert zu haben. Ja. Ja. Das ist ja immer die Frage, wo gehen wir da als Gesellschaft mhm. hin? Und wie lange wollen wir noch ja, die, die Pizza bewundern, die gepostet wird? Ja. Das ist ein bisschen ganz plump, aber so wie es ja ist, auch auszudrücken. Ja, mhm. auf jeden Fall. Aber da gibt es ja auch diesen Gegentrend. Also es gibt natürlich viele Leute, die posten ihr Essen. Und ähm, da gibt es auch gerade diesen Gegentrend, die sagen, die wollen es nicht mehr. Die wollen was Sinnvolles machen, die wollen was Bedeutsames machen. Die wollen... Die Welt von morgen gestalten, die wollen irgendwas, also einen richtigen Impact machen. ja? Also für andere Menschen, für die Umwelt, aber tatsächlich nicht so was Sinnloses wie ihr Essen zu posten, weil das sollte man eigentlich gleich essen. Und das ist ja auch das Menschliche, dass man sich gegenseitig hilft. Also ich würde sagen, unsere Spezies hätte auch nicht so lange überlebt, wenn der Mensch nicht dieses soziale Wesen wäre, was sich gegenseitig unterstützt. Und so müssen wir das auch sehen und weitermachen und viel verstärkt einfach. Das sind die menschlichen Beziehungen, das ist das, dieses Grundbedürfnis des Menschen und das ist auch das, was uns so, so Spaß macht, dass wir das wirklich nochmal in den Vordergrund stellen können, um so den Leuten zu ermöglichen, wirklich Selbstverwirklichung durch anderen Leuten helfen. Sozusagen. Finde ich ganz toll. Wir haben ja fast ja sensationell zu Inspire Tomorrow, ja, wo wir immer sagen, es ist in der Zeit, mal wieder anders zu denken, ja. zu fühlen und auch zu handeln. Ja, es muss mal wieder was passieren. Ja. Ja, ja toll, finde ich ganz klasse. Jetzt interessiert es mich, jetzt geht es ja schon bald, jetzt kann man sagen, ein grobes Jahr, ja, dass ihr euch da begonnen habt zu engagieren. Und es geht ja auch viel Zeit rein. Es ist ja tatsächlich eure Hauptbeschäftigung. Und das darf man sich ja auch mit vielen, vielen Stunden jeden Tag und in der Woche vorstellen. Was waren denn so eure Haupthürden bisher gewesen? Und wie seid ihr da miteinander umgegangen? Weil das ist jetzt ja Business. Das ist jetzt ja nicht, was wo man sagt, oh nee, machen wir doch nicht. Sondern ja. ihr habt es ja. Also gibt ich, ich würde sagen, es, ich weiß gar nicht, ob es so eine ha große Haupthürden gab. Es gab immer, es gibt ganz normal, würde ich sagen, Auf und Abs. Es läuft mal ein bisschen besser, mal, mal ein bisschen schlechter. Ähm, mal hat man wieder so ein paar richtig gute Infos, da kommt von außen. Bei uns ist viel so, dass wir Partner haben, da kommen dann gute Nachrichten, dass da einer mit uns was machen will, dass der uns cool findet. Ähm, dann ist wieder super cool. Dann läuft wieder mit der Programmierung irgendwas schlechter, weil wir das irgendwie nicht, genug, nicht gut genug hinbekommen und so. Ähm, also und ich würde sagen, die, die größte Hürde wüsste ich gar nicht so genau. Also ich würde fast sagen, vielleicht die größte Hürde, was schon einfach eine, sagen wir, nennen wir es mal Aufgabe für uns ist, ist, dass dieser dritte Sektor, der soziale Sektor, schon wenig digitalisiert ist. Also der Punkt ist, es wird noch viel tatsächlich gefaxt. Und es ist grundsätzlich sehr wenig digitalisiert, sodass dass wir quasi schon auch eher als Digitalisierungspartner agieren. Das heißt, wir bringen denen, wir springen jetzt Mail und so weiter und wir gehen direkt in die direkte Kommunikation mit Chat. Wir hatten es ursprünglich nur als App geplant, auch für Organisationen das sind wir ein bisschen weggegangen natürlich. Müssen wir müssen es auch als Webversion anbieten, damit eben jeder die Möglichkeit hat, mit unserer Plattform zu agieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit, diese alten Prozesse, diese Strukturen aufzubrechen und um mit unseren neuen zu vereinen. Und das ist eigentlich ganz interessant, wir überspringen tatsächlich ähm, Digitalisierungsschritte mit den Organisationen eigentlich. Also ähm, große Firmen, Startups, die sind anders digitalisiert und wir bringen das alles nochmal bei den Organisationen auch wirklich auf ein ganz anderes Level und überspringen. Wir springen da ein paar Stufen fast. Ja, großartig. Das, ihr öffnet natürlich auch Herzen mit eurem Thema. Das ist ja ein Herzensthema, was ihr verfolgt. Ja? Ja, ja. und, und, und ihr helft natürlich gleich an der Stelle, ja, helfen zu helfen. Das ist das, was ihr macht. Ja? Und ich denke, das ist auch eines der großen Erfolgserlebnisse oder der, der Teil des Erfolgs, wo ihr sagt, eine große Herausforderung hat wir bisher gar nicht. Ja, weil ich habe die Türen aufgemacht. Habt ihr eine richtige Nische erkannt, wie man sagen würde. Ne? <laughs> nee, das ist auch echt super. Also tatsächlich unser Thema. Das freut eigentlich jeden, wenn man mit, ihm, mit jemandem ja. redet. Das wird immer gut aufgenommen. Ja. Man kriegt viel Unterstützung. Das macht schon auf jeden Fall viel Spaß. Und das hilft auch tatsächlich dann, wenn es mal schwieriger wird, einfach natürlich am Ball zu bleiben und zu sagen, wir haben eine richtige Mission dahinter. Wir sind, und deswegen sind wir so motiviert weiterzumachen. Und deswegen wir, werden wir auch nicht so leicht aus der Bahn geworfen, wenn man ein paar Schwierigkeiten auch Prima. Woher habt ihr das? Also dieses wirklich zu sagen, das machen wir jetzt mal, dann machen wir weiter. Sie lassen sich aus der Bahn werfen. Also ich würde sagen, was, was positiv ist, ist so ein bisschen ein naiver Blick. Weil wenn man <laughs> von Anfang an genau sieht, wie schwierig das ist, wie viel Arbeit man da reinsteckt, dann, dann könnte es einen abstecken. Das heißt, das gehört ein bisschen dazu und viel Optimismus, glaube ich. Dass, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das ist ganz witzig. Aber es ist so, man darf da nicht zu viel überdenken. Man, wenn man die Erfahrung schon gemacht hat, glaube ich, die meisten tatsächlich, die so Startups gemacht haben, sagen ja auch tatsächlich, sie würden es quasi nicht hätten es nicht gemacht, wenn sie gewusst hätten, wie viel Arbeit dahinter steckt. <laughs> Aber trotzdem <laughs> Aber, ist man immer froh über den Outcome. Dann. Genau, man ist dann froh über den Outcome. Also es ist ganz gut zu wissen, dass es nicht so viel, also dass man denkt, dass es nicht so viel Arbeit wie es dann tatsächlich ist. Weil sonst hätte es schon wahrscheinlich etwas unwahrscheinlicher gewesen, dass wir es geschafft hätten. Aber so macht es halt jetzt viel mehr Spaß, weil man hat jetzt dann halt die ersten, das erste Feedback bekommen, was die Organisationen gesagt haben, was was die Freiwilligen gesagt haben. Und es macht einfach dann ultra viel Spaß. Ja, großartig. Das heißt, ihr zieht wirklich aus eurem Tun ja die weitere Motivation, weil ihr sagt, wir ja. sind da ja irgendwie auch echt einfach auf dem richtigen Weg. Genau. Und das dauert ja auch. Das, ja, ist, ja, sicher, das, ist, ja? das ist ja eins von den Themen, oder Paul, wo wir von außen wahrscheinlich manchmal denken, was machen die da den ganzen Tag? Genau, auf jeden Fall. Ja, und ihr sagt, hier ist unsere Liste. <laughs> das machen wir den ganzen Tag. Ja. ja. Also, es ist auch wirklich so, dass wir oft gefragt werden, was man tatsächlich. Also genau, also wir werden wirklich gefragt, auch von, von Freunden und so, was, was wir denn wirklich den ganzen Tag so vorhaben und was wir da zu tun müssen. Und wie wir das angehen und so. Aber wenn man unser so kleines Räumchen da in unser Büro schauen würde, dann würde man an der ganzen Wand so Post-its verteilt sehen mit irgendwelchen Aufgaben, die wir noch zu erledigen haben, wo wir alle natürlich nicht schaffen werden und so. Also richtig kleiner Run. Das heißt, die große Mindmap. Ja, ja auf mit, jeden Fall. Habt ihr das brav sortiert nach ganz unbedingt, möglicherweise und gar also wir nicht? wir haben ja, so. tatsächlich keine Wand mehr frei. Ah. <laughs> Ist schon gemacht. <laughs> ihr habt mehr Ideen als Lebenszeit. Ja. Ja, ja. Ich das also, ich finde euch beide sensationell. Ich finde das ganz toll und ich äh, wünsche euch von ganzem Herzen, dass eben euer Herzensprojekt ja, weiterhin die offenen Türen ja, erlebt und dass ihr da wirklich ganz toll durchstartet. Und für den App und den Start der App, ne, das ist, ist jetzt ja alles in den, in den Anfängen, drücke euch fest die Daumen und möge. München geht's los, richtig? Genau. Ja? genau ja. Möge München, Deutschland und die Welt ganz viel von euch hören. Tausend Dank, super dass ihr da wart. Dank. Dankeschön, danke sehr. Alles gut, <laughs> Zwei super junge Männer und die passen so hervorragend zu Inspire Tomorrow. Es geht darum, mal wieder anders zu denken, zu fühlen und zu handeln. In dem Sinne, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren und wenn Sie es nächste Mal wieder einschalten. Bis dann, alles Gute.